Die Trendwende hat der OFC in den letzten zwei Wochen eindrucksvoll geschafft. Am Samstag ging es dann für die Kickers zum Kellerduell nach Worms, wo sie auf den Ex-OFC-Trainer Hans-Jürgen Boysen trafen. Der aktuelle Coach Rico Schmidt ernannte seinen Schützling Klaus Giasula zu seinem Zugpferd der Trendwende und attestierte ihm gute Leistungen im defensiven Mittelfeld seit seinem Comeback. Vor rund 800 mitgereisten Offenbach-Fans zogen aber zunächst die Gastgeber die Zügel an. Und gleich richtig gefährlich, Marcel Abele, wunderschön und gefühlvoll, über die Abwehr auf Baljak. Und der scheitert an Daniel Endres, der hier klasse antizipiert und reagiert. Und Daniel Endres war nur 3 Minuten später dann in anderer Mission unterwegs, und zwar quasi als Vorbereiter, nachdem Mohamed Tahiri den Patzer von Lukas Menz nur knapp nicht nutzen kann. Beide Seiten hatten also nach 15 Minuten genug Grund, mal tief durchzuatmen und sich auf die Stärken zu besinnen. Und am besten besinnte sich wohl Jan Biggel, der hier den Ball zwar mit der Hand stoppt, sich dann aber toll durchsetzt und in der Mitte Fabian Becker findet. Dessen Schuss aus der Drehung allerdings zu harmlos. Klaus Giasula, der seinen Kopfschutz zwar nur bis zum Jahresende tragen muss, kündigte aber bereits an, sollte dieser Kopfschutz bis dahin weiter als Glücksbringer funktionieren, würde er ihn auch im neuen Jahr nicht absetzen. Halbe Stunde rum und dann wieder Worms, über links mit Baljak. Der flankt und dann köpft Kevin Wilk den Ball mit einem Flugkopfball zwar technisch schön aufs Tor, natürlich aus dieser Entfernung aber zu harmlos. 7 Minuten vor dem Seitenwechsel, Eugen Gopko bekommt den Ball auf der rechten Seite, lässt sich viel Zeit, sucht dann Marcel Abele, scheitert zunächst und zieht dann selbst ab. Wieder war aber Daniel Endres der Spielverderber, klasse Partie von ihm. Fabian Becker ist der Mann der Stunde beim OFC und hat hier wieder eine Riesenchance, weil Menz im Wormser Tor sich verschätzt und den Ball nicht klären kann. Nur dank Captain Sandro Rösner gingen beide Teams torlos in die Pause. Erstmal geschah nicht viel in Durchgang 2. Dann aber Giasula mit guter Balleroberung. Biggel schaltet schnell um, wird aber gefoult. Vorteil OFC mit Matthias Schwarz. Und er passt super durch auf Fabian Becker. Vielleicht hätte er hier lieber Tahiri mit hinzuziehen sollen. Der OFC war jetzt die etwas stärkere Mannschaft. Lukas Menz im Tor der Hausherren hatte bislang ja ein paar Mal nicht gut ausgesehen. Also probiert es Dennis Mangafik aus linker Position, doch diesmal hält Menz sicher. Mangafik wurde später kurz vor Schluss durch den 19-jährigen Nachwuchsstürmer Baris Yakut ausgewechselt. Kurz vor Schluss wurde es bereits dunkel in der EWR-Arena in Worms und die Gastgeber sorgten nochmal für eine Schrecksekunde in den Reihen des OFC. Über links mit Baljak auf den eingewechselten Adam Chabiri, der flankt. Und in der Mitte ist Sandro Rösner mit dem Kopf zur Stelle und scheitert wie alle zuvor an Daniel Endres. Fabian Becker führte die Mannschaft bei der Ehrenrunde an. Einer war nach langer Verletzungspause endlich wieder von Beginn an mit dabei und sorgte unter anderem mit für diesen Punktgewinn in Worms. Ja gut, ich habe letzte Woche schon in der zweiten Mannschaft 90 Minuten gespielt, deswegen war jetzt nicht das erste Spiel, aber es ist natürlich schon nochmal was anderes, vor allem auf so einem Platz. Ja, wir hatten ein paar gute Möglichkeiten eigentlich, sind aufs Tor alleine zugelaufen, ich glaube 2 Mal oder so. Aber es war extrem schwer, auf dem Platz kontrolliert Fußball zu spielen und auch den Abschluss dann kontrolliert hinzukriegen. Deswegen muss man jetzt mit 0-0 zufrieden sein, glaube ich. Nächste Woche tritt der OFC sonntags zu Hause gegen die TuS Koblenz an und Rico Schmidt will mit seinen Jungs dem OFC einen Sack voll mit 3 Punkten in den Nikolausschuh legen. Aber wir haben richtig gute Möglichkeiten aus dem Ball gewinnen. Das war auch wieder das Ziel, möglichst schnell nach vorne wegzukommen. Und wenn Fabian Becker hat die klare Torschance. Der Platz hat dort unterstützend gewirkt für Worms in der Situation. In der zweiten Halbzeit auch nochmal 1-2 richtig gute Möglichkeiten. Insgesamt ein kämpferisches Spiel. Wir stabil eben auch mit den Umstellungen, mit Dennis Schulte, mit Alexis Theodosatis, dass der Theo seine Sache auch sehr ordentlich gemacht hat. Solide. Matthias Schwarz so als einen Reiz zu setzen im ersten Spiel wieder. Und da mit seinen auch spielerischen Fähigkeiten, seinen Mitteln, wird auch für Kreativität zu sorgen.